Herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Seit wir in dieser Coronavirus-Krise sind, fragen wir uns, was kommt danach? Als Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen haben wir in den vergangenen Jahren tausende Zukunftsbücher gelesen und jetzt überlegen wir uns, welcher Inhalt welcher Bücher kommt uns jetzt in den Sinn? Wir fragen nicht nur uns selber, sondern wir fragen auch Menschen, von denen wir viel halten. Heute spreche ich genau zu diesem Thema mit Christoph Konrad. Christoph Konrad ist Politikwissenschaftler, Christoph Konrad ist Jurist, Christoph Konrad arbeitet in der Verwaltung, Christoph Konrad lehrt an der Universität. Christoph Konrad ist Freund dieses Hauses, er war bereits bei uns zu Gast und so freut es mich ganz besonders, ihn heute als Gesprächspartner zu haben. Lieber Christoph Konrad, herzlich willkommen im Zoom-Raum der Jung-Bibliothek. Hallo, danke für die nette Einladung und die sehr interessante Vorstellung. Hallo Christoph, freut mich, dass du da bist. Gehen wir gleich in Medias Res. Du hast dir nach unserer Anfrage überlegt, welches Buch dir jetzt besonders in den Sinn kommt. Mir kommt ein Buch in den Sinn, das mich schon sehr lange begleitet. Das heißt Making All the Difference und wurde von Martha Mino, einer amerikanischen Juristin und Pädagogin, geschrieben. Das Buch ist 30 Jahre alt und es ist ja eigentlich jetzt kein Buch, das sich mit Zukunft im engeren Sinn beschäftigt, aber sehr wohl mit den Grundlagen, auf denen wir Zukunft aufbauen. Es geht darum, wie wir Recht verstehen, wie das unser Zusammenleben strukturiert und wie wir sowas wie Normalsituationen schaffen, Gesundheit und Krankheit, wen wir anhören, wen wir zutrauen, dass er uns etwas in wichtigen politischen und rechtlichen Fragen sagen kann. Und das Besondere an dem Buch ist auch, dass es eines der ersten ist, wo es ganz stark auch um die Perspektiven von Kindern geht und dem Recht. Und deshalb ist es mir auch jetzt immer wieder in den Sinn gekommen, weil in diesen letzten Wochen alle diese Fragen so kommen, was ist normal, was hat das jetzt mit dem Recht zu tun, sind das jetzt wirklich nur Spitzfindigkeiten? Und was eigentlich nicht oder kaum vorgekommen ist, sind zum Beispiel Kinder, die kommen nur als Schülerinnen und Schüler vor, die jetzt hoffentlich bald mal wieder in die Schule gehen, aber die sonst irgendwie vielleicht stören oder nervig sind. Und aber im vielen, was wir jetzt reden und von dem wir hören, einfach komplett fehlen. Christoph, wenn die Autorin über Normalität spricht, hat sie einen Vorschlag, was man unter Normalität verstehen soll? Denn umso mehr man über dieses Wort nachdenkt, desto komplizierter wird es ja. Genau, und sie zeigt einfach diese Kompliziertheit auf, weil sie fragt, wenn wir Bewertungen vornehmen, wenn wir normativ bewerten oder wenn wir mit einem Rechtsfall konfrontiert sind oder was für Sie noch viel wichtiger ist, mit unseren Vorstellungen von Recht, dann gibt es immer etwas im Hintergrund, das unausgesprochen bleibt. Was ist mein Standpunkt? Was ist meine Geschichte? Traue ich dem anderen überhaupt zu, dass er oder sie etwas sagen kann? Und genau diese Fragen spricht sie an. Und ich glaube, was dabei noch wichtig ist, sie macht das bei uns, würden jetzt Juristinnen und Juristen sagen, auf eine sehr amerikanische Weise. Als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, war das für mich was ganz Besonderes, weil es anders als in unseren Rechtsbüchern plötzlich um sehr konkrete Fälle ging, um Geschichten, die sie erzählen und auch sehr viel aus der Populärkultur, nämlich die Frage, was prägt denn unsere Vorstellungen von Recht und Gesetz? Und für viele Menschen ist das ja nicht so, dass jetzt irgendwo, ja, mancher klickt mal in das Rechtsinformationssystem hinein oder schaut auf die Seiten des Parlaments, ist aber von diesen Texten sehr überfordert, sondern vielmehr ist es ja etwas, was Menschen so aus ihrer Lebenserfahrung kennen, aus Filmen, aus Theaterstücken, aus Fernsehserien und wo man so Vorstellungen draus hat und bildet. Und ich glaube, dass das auch jetzt wieder ein Thema ist, über das wir nachdenken sollten, denn
Wie wird uns denn jetzt in diesen vielen Pressekonferenzen, die immer gleich live übertragen werden, in den vielen Nachrichtensendungen, wie wird denn da Recht vorgestellt? Wie wird denn da also wir werden da darauf eingegangen, wem wir zutrauen, mitzudiskutieren? Wie gehen wir mit diesen Fragen um, auch von Werten und Abwägen, die sich jetzt laufend stellen, aber die so verkürzt werden auf Wenn-Dann-Fragen und die nicht mehr diese vielen Perspektiven einnehmen. Also das sind so Gründe, warum ich dieses Buch auch wieder hervorgenommen habe. Ein Wort, das mir sofort in den Sinn kommt, ist das Wort des Notstands, das eine ganz starke Geschichte hat in der Entwicklung von Staaten und Politik, das auch immer gerechtfertigt hat, dass man jetzt mit nicht mehr so vielen Leuten reden kann, dass man nur mehr mit wirklichen Experten für das Thema reden kann und nur diesen zuhören kann, dass man jetzt nicht mehr viel Zeit hat. Gibt es so etwas wie einen Notstand, der Normalität werden kann? Ja, weil den Notstand, den hält ja keiner auf Dauer durch. Und es wäre jetzt ein ganz ein anderes Buch, das vielleicht auch zu der Zeit passen würde, ist, wenn man den Carl Schmitt hernehmen würde, der in den 1920er Jahren geschrieben hat und immer noch so bekannt ist als der Theoretiker des Ausnahmezustands. Dem Carl Schmitt geht es nicht darum, den Ausnahmezustand aufrechtzuerhalten, sondern wieder eine Normalsituation zu schaffen. Wenn man etwas böse wäre, könnte man sagen, eine neue Normalität zu schaffen. Und nur sagt der Carl Schmitt, wir haben uns ja dann auch schon daran gewöhnt an die Ausnahmen und damit kann diese neue Normalität auch ganz anders aussehen. Das ist ganz, ganz interessant dort. Bei Carl Schmitt wird der Staat dann zur kompletten Totalität aller Lebensbereiche, was natürlich auch wieder eine ganz eine bestimmte Situation ist, auf die wir in Österreich ja hoffentlich nicht zusteuern. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben jetzt gesprochen über neue Normalität, über Ausnahmezustand, über Notstand, aber du willst auch über Kinder reden. Ja, ich glaube, worüber ich da reden möchte, auch ist einfach, wie reden wir über Recht, wie nehmen wir das wahr und welche Bedeutung geben wir dem? Wir leben in Österreich in einem Rechtsstaat, das wird jetzt immer betont, und es wird auch so ein bisschen der Eindruck erweckt, dass wieder dieser Rechtsstaat würde das alles für sich selbst existieren können. Also Institutionen ohne Menschen. Das ist ja auch bei vielen durchaus so in Aussagen drinnen, hatten wir auch in den letzten Jahren. Ja, also es kann politisch allerhand passieren, aber die Institutionen werden halten. Was wir jetzt sehen, ist aber, dass diese Institutionen schon funktionieren. Es werden gewisse Reibungsverluste sichtbar. Manches wird durch gute Medienarbeit wohl auch überspielt und ist nur für diejenigen besser erkennbar, die so im System drinnen sind, die dann merken, ah, das war jetzt vielleicht nicht so, oder das jetzt kommt jetzt so langsam hoch, auch in Zeitungsartikeln, da hat was nicht funktioniert, dort hat was nicht funktioniert. In den letzten Wochen Juristinnen und Juristen gemeldet haben, dann hat es auch immer wieder geheißen, diese Spitzfindigkeiten braucht es jetzt nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für Beratungen. Wir haben jetzt keine Zeit, um lang drüber zu reden. Jetzt müssen Entscheidungen gefällt werden. Und die Grundlagen dieser Entscheidungen, die sind aber im Unterschied zu dem, was jetzt so rechtliche Diskussion oder auch demokratische Diskussion vorsehen würde, sind vielfach unbekannt geblieben. Und das ist jetzt schon etwas, das ins Nachdenken bringt, wenn wir sonst davon ausgehen, dass unsere Institutionen so gefestigt sind und dass sie so gut funktionieren, dann könnten wir davon ausgehen, dass sie so viel an Routine ausgebildet haben, dass auch alle diese guten Eigenschaften in schwierigen Situationen zur Anwendung kommen. Und das scheint aber irgendwie nicht der Fall zu sein. Also ich glaube schon, dass es der Fall ist in vielen Dingen, die gut funktionieren und die jetzt an die Öffentlichkeit dringen. Aber
Es ist die Frage, ob es bei der politischen Leitungsebene oder auch in Medien, bei Kommentatoren so drinnen ist. Und das bringt mich auch ein bisschen wieder zurück zu diesem Buch von der Marta Mino, weil was sie macht für einzelne Fragen des Zusammenlebens und der Bedeutung des Rechts, ist, sie stellt diesen Normalzustand, sei es den alten oder den neuen, mal radikal in Frage und sagt dann, es gibt vieles, was wir an Überzeugungen teilen, was wir annehmen, aber wir verstehen da oft sehr viel als Befehle oder als das, was wir jetzt haben und nicht mehr hergeben. Und wir sehen sehr wenig die Beziehungen, in denen das eigentlich alles funktioniert. Recht, Staat und so weiter. Und nachdem sie quasi alles mal erschüttert hat, auf eine sehr freundliche Weise, kann man jetzt vom Stil her sagen, auf eine sehr empathische Weise, das kommt noch besser hin, weil sie ist auch eine Autorin, die sich sehr mit der Frage beschäftigt, kann man mit Recht Versöhnung erreichen, kann man im Recht verzeihen. Also, wenn sie das getan hat, sagt sie, wie können wir das jetzt rekonstruieren oder wie sollten wir das rekonstruieren? Und da gibt es zwei Punkte, die sie in diesem Buch prägen, die sie in weiteren Büchern prägen, die sie geschrieben hat und die, glaube ich, auch jetzt wichtig sind und völlig untergehen. Das eine ist das Erinnern und das andere ist das Hoffen. Also für sie ist es was ist die Geschichte, die uns zu etwas geführt hat? Warum sind Entscheidungen so getroffen worden? Warum bezeichnen wir Menschen so und nicht anders? Und welche Möglichkeiten können wir entwickeln? Und vielleicht auch, welche Möglichkeiten gibt uns das Recht, etwas zu entwickeln? Und da wäre jetzt auch das Beispiel noch mit den Kindern, was wir auch jetzt wieder erleben, dass über Kinder wird jetzt bestimmt. Und vielen Kindern wird im Moment auch sehr viel genommen. Es wird ihnen die Begegnung mit Freundinnen und Freunden genommen. Es wird ihnen der Raum genommen zu spielen. Weil wenn sie irgendwie draußen sind und mehrere Kinder zusammen sind, dann schreit sicher bald jemand aus dem Fenster hinaus: Sind Sie alle in einem Haushalt? Und aber auch, sage ich mal, sowas wie, gerade wenn man mit Lehrerinnen und Lehrern redet, die mit Kindern aus benachteiligten Familien kommen, die sagen, es geht nicht um die paar Wochen Unterrichtsstoff. Es geht eher um die sozialen Beziehungen, in denen man drinnen ist. Und genau das ist etwas, worum es der Marta Mino in dem Buch geht, wenn sie manche Fragen oder Rechtsfragen, die man uns das sonst ja nicht vorstellen würde, wenn man so Recht als eine Erwachsenensache sehen, aus der Perspektive der Kinder her denkt. Und sagt das auch Recht, zum Beispiel ihnen eine Sprache und eine Kommunikationsform gibt. Das ist jetzt etwas, das jetzt nicht unbedingt nur mit der jetzigen Situation zu tun hat. Das ist sicher etwas, das mich in meinem Zugang zu Recht geprägt hat, auch zur Politik. Aber ich glaube, dass das gerade jetzt auch etwas ist, dass wir uns mehr anschauen sollten, über das wir nachdenken sollten. Also nicht nur von einer neuen Normalität, sondern zu reden, sondern zu sagen, wenn jetzt schon so viel auch erschüttert worden ist, wie bauen wir das wieder zusammen und wem und geben wir dabei ein Wort, wer hat auch das Recht mitzureden? Christoph, kann man dein Argument, das du aus diesem Buch ableitest, so darstellen? In der jetzigen Situation erleben ganz viele Bevölkerungsgruppen, was es heißt, dass sie nicht mehr befragt werden bei Entscheidungen, weil die Entscheidungen zu kleineren Gruppen delegiert sind. Und ist nicht dieses Erlebnis, das bestimmte Gruppen jetzt erstmals haben, ein Erlebnis, das bestimmte Gruppen, Beispiel Kinder, aber es gibt sicher auch andere, permanent erleben? Und vielleicht stellt sich dann die Frage, wie viele Menschen man mehr zu Beteiligten machen könnte, auch für diese Personengruppen zum ersten Mal. Das, ja, da würde ich zustimmen und ich würde noch ergänzen, was wir jetzt doch erleben, ist so ein Herausgerissen werden aus Beziehungen. Natürlich können wir uns wie jetzt über Zoom oder über Telefon, über WhatsApp, was auch immer, treffen. Und viele von uns können auch recht gut damit umgehen.
Aber gerade bei Kindern oder bei alten Menschen, meine Großmutter ist zum Beispiel dement, da geht das alles nicht so. Und das sind Menschen, die sind jetzt völlig auf sich zurückgeworfen. Und ich habe meine Großmutter letztes Wochenende das erste Mal nach Wochen wieder gesehen. Sie lebt sehr im Augenblick und hat es dementsprechend auch im Augenblick genommen, aber es hat sie mit so viel Unverständnis zurückgelassen, weil sie schon wusste, wir waren jetzt lange nicht da. Sie muss hinter einer Scheibe sitzen. Also sie ist völlig isoliert eigentlich von dem her. Und diese Punkte, dieses, was braucht es im Zusammenleben, was braucht es an Beziehungen, die wir pflegen, was braucht es da auch an Nähe und Begegnung, die sind, denke ich, total wichtig, wenn es jetzt darum geht, die Erfahrungen dieser letzten Wochen zu verarbeiten, zu reflektieren. Und das sind ja Erfahrungen, die uns gerade im Bereich des Wirtschafts- und Arbeitslebens, aber auch in der Schule noch sehr, sehr lange begleiten werden, auch wenn es jetzt einmal für den Moment vorbei sein wird, das Unmittelbare. Gut. Herzlichen Dank, Christoph Konrad, der uns erinnert hat, dass das Recht, sich zu beteiligen und das Recht, sich zu begegnen, in diesen Tagen und diesen Wochen und vielleicht in diesen Monaten in Frage gestellt wird. Und das, was kommt danach, vielleicht daraus, sich immer mehr Menschen die Frage stellen, wie wird es denn in der Normalität sein, in der sogenannten, wenn es wieder um Beteiligung und Begegnung geht, nämlich vielleicht dann nicht für den, der sich die Frage stellt, sondern für viele andere. Die Reihe, was kommt danach, werden wir natürlich fortsetzen. Es gibt viele spannende Themen, die noch angesprochen werden müssen. Wenn Sie aber etwas lesen wollen, dann schauen Sie doch unter prozukunft.org. In den letzten 30 Jahren haben wir knapp 5000 Bücher der Zukunftsliteratur zusammengefasst und kompakt für Sie über Open Access, das heißt kostenfrei zugänglich gemacht. Vielleicht ist das ja einen Blick wert. In diesem Sinn wünsche ich uns allen noch gesunde Tage. Besten Dank, Christoph Konrad. Gerne.